Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, es freut mich, dass ich wieder da bin. Ich zocke heute etwas ganz Besonderes, nämlich Final Fantasy, den ersten Teil dieser legendären Videospielreihe. Ich habe noch nie gespielt und gehe sozusagen wie immer mit euch zusammen oder wie so oft auf Entdeckungsreise und entdecke diesen Titel zum allerersten Mal für mich und vielleicht ja auch. So, New Game. Wem nehmen wir hier? Deep? Ui, da gibt es ja ganz schön viel Auswahl. Ich würde gerne einen Deep nehmen. Ja. Das ist hier natürlich das Bett, bin ich. Rob. Oder? End, wo ist End? Aha. Wie komme ich zum Ende hier? Select, Start. Okay. Dann brauchen wir noch einen Kämpfer, brauchen wir. Na. Was habe ich jetzt? Irgendwas anderes. Alex. Alex. Ja, so viel Zeit muss sein. Gescheite Namensgebung. Auch das Ganze gleich viel besser. So. Rob, Alex, wen haben wir da noch? Den. Opa. Tut mir leid. Opa, warum nicht? Einfach mal einen Opa dazu nehmen. Den haben wir hier noch. Einen weißen Magier. Das ist der R2D2. So, sehr gut. Hätten wir das besprochen. Okay, weiter geht's. Und wir stürzen uns rein. Aha. Ist ja ganz nett gepixelt. Aber jetzt auch nicht bahnbrechend. Der Soundtrack ist schon mal fein. Bisschen leise drehen, sonst knallt mich mit dem Soundtrack gar so hart auf die Ohren. Was kann ich da links gehen? Was ist da? Ein bisschen erkunden, abseits der Strecke. Okay, kann ich wieder sprechen? Ja. Der König sucht nach den Lichtkriegern. Okay. Ist gut zu wissen. Ich tippe mal drauf, ich bin einer, oder? Da ist eine Treppe. Schauen wir mal die Funktionen. Start ist. Aha. Kann mal Level und so weiter anschauen. Wow, also ist ganz schön übersichtlich für so ein altes Spiel. Ja, das ist schön gemacht. Respekt. Ist schön gemacht, das Menü. Aha, was kann ich da machen? Ah, da kann ich die Leute positionieren. Okay. Okay, das lassen wir so. Ein Opa gehen wir zum Schluss hin. Sicher, sicher. Damit ein Opa nichts passiert. So, Treppe rauf. Rüber und Treppe runter, nehme ich mal an. Nein. Was ist mit dir los? Hallo? Okay, gleicher Text wieder. Hallo, Herr König. Jetzt kommt man einfach so durch zum König. Also, wenn man ein Held ist, wie ich jetzt gerade. Geht man einfach durch zum König und reißt einen Servus aber. So, Servus, wie geht's da? Ich bin's, der Held. ja, ein bisschen mehr Einzigkeit. Okay, okay, ist ein gutes Spiel. Sollten nicht ganz so verblödeln. Keine Frage. Es wird wieder mal eine Prinzessin gekidnappt. Boah, Leute. Ja, ich weiß, damals war das noch nicht so abgedroschen.
Aber wenn mir halt irgendjemand eine Prinzessin zum Retten gibt, dann sage ich, hey, was geht mit dir? Fällt mir nichts Besseres ein. Aber ja. Okay. Es muss also eine Prinzessin wieder mal gerettet werden. Was hat es eigentlich auf mit diesen Prinzessinnen? Warum müssen die immer gerettet werden? Wo sind die Prinzen, die gerettet werden müssen? Du schaust mir aus wie eine Prinzessin. Oh, meine Schwester. Du bist also die Schwester von der Prinzessin. Ich hab's verstanden. Auch dieser Grafikeffekt hier, Leute. Schaut mal rein, wenn man da reingeht. Wird da aufgedeckt Raum und dann wieder zu. Super. Ganz simpel, aber super. So, da. Bin schon gespannt, ob ich irgendwas Schlechtes an dem Spiel finde. Schauen wir mal da in den Raum auch noch rein. Okay. Leise Königin. Bitte rette meine Tochter. Die Prinzessin, ja. Ja. Coole Helden retten immer Prinzessinnen in Not. Kann ich das mal als T-Shirt haben oder so? So, wahrscheinlich gibt es da schon das T-Shirt. Ah, da kann man auch reingehen. Eieieiei. Hallo, bist du die Prinzessin? Hm, schaut nicht so aus. Wie schaut es mit dir aus? Na dann tanz schon mal weiter. Waffe. Habe ich eigentlich schon Waffen? Mal kurz schauen. Warten. Ausrüsten. Keine Waffen. Das geht ja gar nicht. Auch mal eine Waffe. Aber ich hab Geld. Ich hab 400 Geld. Kann ich mir mal so ein Schwert kaufen hier? Sehr gut. Dann. Das nehme ich natürlich. Dann kaufen wir noch so einen Zauberstab. Den Zauberstab kriegt der Alex. Der kann gleich zaubern. Und was noch? Oder hätte ich mir die Nunchucks nehmen müssen, weil ich ein Dieb bin? Weiß man natürlich jetzt nicht. Ich nehme doch ein Schwert für den Opa. Na, der braucht ein Schwert. Und dann brauchen wir für den Opa noch vielleicht einen Zauberstab. Opa kriegt einen Zauberstab. Jetzt habe ich alle ausgerüstet, oder? Exit, danke. So, jetzt muss ich ihn noch ausstatten. Haben wir ja schon alle das. Also wenn man nur eine Waffe hat, dann nimmt das gleich automatisch. Finde ich super. Ist auch nicht. Zu der Zeit war das auch nicht bei jedem Spiel so, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, aber da war das definitiv nicht so. So, Ausrüstung, Schutzrüstung. So, dann müssen wir gescheit einkaufen hier. Was zum Anziehen kaufen für den Opa. Den ist immer so kalt, den Opa, der braucht was zum Anziehen. So, dann was kaufen wir noch? Was ist das? Ein hölzerner, was auch immer. Das kriegt der Kämpfer da. Und nochmal was zum Anziehen für den Alex, damit er nicht nackert um und umlaufen muss, der Hund. So, dann. Weiß nicht, haben wir jetzt alle was? Schauen wir mal. Ne, ich habe noch nichts. Okay. Ich brauche noch was zum Anziehen. Ich brauche natürlich was Superes zum Anziehen. So, da. Wobei ich bin so ein Dieb, also ich sollte vielleicht auch agil sein. Mal so, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie Einfluss hat. Ich nehme einfach mal sowas zum Anziehen. So, da. Danke sehr. Jetzt bin auch ich nicht mehr nackt. Sehr gut.
Status. All gesund. Das könnten wir mal so rausschauen. So ein, ob wir da vielleicht ein bisschen kämpfen können. Brunnen kann man auch reinschauen. Gut zu wissen. Was ist da? Kann ich da was machen? Ja, schön, dass man überhaupt interagieren kann mit dem Brunnen. Also, man bringt jetzt nicht viel, aber kann ich mit dem Wasser auch interagieren? Ja, ich kann immer suchen, ob was da ist. Ah, ich kann immer untersuchen. Okay. Finde ich gut. So. Jetzt würde ich gerne mal einen Kampf sehen. So. Wo kommt jetzt dieser Kampf? Ich dachte, hier gibt es Random-Kämpfe. Bin ich da falsch informiert? Was ist das hier eigentlich? Was ist denn hier? Random-Kampf. Okay. Ja, vielleicht hätte ich mir noch was zum Trinken mitnehmen. Man soll ein bisschen was zum Heilen oder so. Na egal, schauen wir mal, was passiert. Ja, alle mal fett angreifen, Leute. So, da schauen wir mal, was passiert. Bart, tut gleich mal daneben. Schwachkopf. Ein Damage. Opa, was machst du? Opa ist super stark. Opa hat 3 Damage. Ja klar, Opa hat mehr Erfahrung. So, dann. Gleich nochmal. Kämpfen. Kann ich Magie machen? Nein, ich habe noch keine Magie, oder? Nein, ich habe keine Magie. Ich kann nur kämpfen. Muss ich erst lernen wahrscheinlich. Aber es ist jetzt natürlich bitte ein Jammer. Ein Damage. Opa greift wieder an, volle Kanne. Opa mit 6 Damage. Bist du narrisch. Der Opa lässt es krachen. Das hat gar nichts gebracht. Das hat auch gar nichts gebracht. Ah je. Der einzige, der das ausrichtet, ist der Opa. Wer hätte das gedacht, dass der Opa mal unser stärkster Mann ist? So, dann bin ich schon gespannt, ob ich den Kampf überlebe. Sehr gut, der weicht gut aus, Männer. Der Rob weicht gut aus. Wie im wahren Leben. Jeder Gefahr ausgewichen. Wie damals beim Völkerball. Oh nein. Opa hat daneben gehauen. Wenn Opa daneben haut, ist es natürlich besonders schlimm, weil Opa ist unser stärkster Mann hier. Ja, die Kämpfe sind jetzt ganz okay, sag ich mal. Könnte jetzt ein bisschen aufregender sein, aber könnte auch viel schlechter sein. So rundenbasierende Kämpfe habe ich am NES schon in viel schlechter gesehen. Also da ist das echt gut. Also da, weißt du, hätte ich vielleicht schon mal Bock, das länger zu spielen, muss ich sagen. Mal schauen. Ich spiele schon 13 Minuten? Was zum Geier, das ist ein gutes Zeichen. Ich dachte, ich bin so noch nicht annähernd bei 10. Ja, ich spiele immer jedes Spiel mindestens 10 Minuten. Das heißt nicht, dass ich auch mal länger zocken kann. Und das wird hier definitiv der Fall sein. Ich habe extra mir Zeit genommen für dieses Spiel, dass ich das ein bisschen länger zocken kann. Ja, ihr könnt mir auch gerne mal hinterlassen. Kennt ihr Final Fantasy 1 oder habt es mit mir jetzt erst kennengelernt? Was sagt ihr dazu? Könnt ihr euch vorstellen, das heute noch zu spielen? Und damit meine ich nicht ironisch. Ironisch Final Fantasy spielen. Naja. Das kann mit anderen Games besser machen. Ja, generell würde ich mir ein bisschen mehr Kommentare wünschen. Also die Diskussion könnte ruhig ein bisschen mehr angezettelt werden, weil ich sehe ja, dass die Videos gesehen werden, aber die kommen mit den Kommentieren, da hapert es noch ein bisschen. Das ist eigentlich das, was sich alle YouTuber wünschen. Also weil ihr irgendjemandem eine Freude machen wollt. Vor allem, wenn er nicht so viele Abonnenten hat, wie ich zum Beispiel, dann
freut er sich wahrscheinlich über einen Kommentar 10-mal mehr noch als über ein Like. So leicht. Ui, Rob ist fast hin. Eieieiei. Also Opa, hau jetzt ordentlich zu, weil sonst ist Rob eben over. Das können wir doch nicht zulassen. Oh, Alex. Sehr gut. Ja, auch ein Damage von Robben, bitte. Und da auch nochmal. Haut drauf. Eieieiei. Daneben. Glück gehabt. Und gleich nochmal voll drauf. Haut den Lukas. Zack, 3 Damage. Jawohl, so geht das. Ich hab's überlebt. Wow. War mir nicht so sicher. Ich immer gedacht, erster Kampf, vielleicht gleich Game Over. Okay, was habe ich da an Loot? Okay, gleich mal zurück und schlafen gehen. Ah nein, nicht, na, da wollte ich eigentlich nicht. So wollte ich das nicht machen. Ich wollte eigentlich da rein. Genau. Ja, einmal schlafen bitte zum Mitnehmen. 30 Gold. Umsonst ja besser, aber. So. Vulture Side. Okay. Schauen wir mal, was hat sich da mit mir getan? Ich bin im Level 1. Mein Status. Schauen wir mal meinen Status an. Level up 7 und 33 brauche ich. Ja, ist noch ein weiter Weg. Kann ich mich noch irgendwie aufbauen? Gibt es denn nicht irgendwie noch, dass ich den Opa zaubern lassen kann oder so? So, da. Was ist da drinnen? Gibt es da was? Ja, ich bräuchte. Ah! Kann ich mich da einfach auffüllen lassen, die Leben oder was? Warum sagt mir das keiner? Was ist, warte, da gibt es Items. Ja, kaufen. Ja, mal gescheit shoppen gehen hier. Schluss mit Minimalismus. Jetzt wird eingekauft. Ein Zelt. Aber kann man wahrscheinlich unterwegs übernachten? Soll ich mir sowas kaufen? Echt, was soll's? Was kostet die Welt? Gekauft, so da. So, schauen wir mal da raus. Schauen wir mal zum nächsten Random Kampf. Ah, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich rausgehen. So. Schauen wir mal, was mich hier noch erwartet. Kann ich darüber gehen? Nein. Ja, das Wasser finde ich da jetzt nicht so schön gepixelt, muss ich sagen. Da ist echt noch so, vor allem, warum ist das hier so, also so abgeschnitten hier? Ah, je wieder die Freunde da, aber diesmal sind es weniger, glaube ich, oder? Ja, weniger. Gut, alle drauf. Fest drauf an, Leute. Oder? Ah, je. Daneben, sehr gut. Es ist mein erstes rundenbasierendes Spiel. So auf die Art war, glaube ich, erst beim Super Nintendo bei mir, was ich gespielt habe, nämlich Breath of Fire. Hat das so geheißen? Breath of Fire? Irgendwie so. Könnt mich gerne in die Kommentare korrigieren. Irgendwas. Breath of Fire irgendwie so. Aber Breath of Fire klingt jetzt irgendwie falsch. Das klingt wie Breath of the Wild und das war's nicht. Egal, auf jeden Fall Blablablub auf Fire 2. Und es war ein richtig feines Spiel, aber ich habe es nicht ganz durchgezockt damals. Kumpel von mir hat es dann geschafft. Der hat ein bisschen mehr Durchhaltevermögen gehabt. Aber wir haben das ja auch ohne Komplettauflösung gespielt und es war bitterhart. Es war wirklich, keine Ahnung, wird man sich heute nicht mehr ohne Komplettauflösung antun. Was wir da herumgeirrt sind. Und wie viel Zeit man da mit Grinden verschwendet hat in diesem Game damals. Also, puh.
Breath of Fire hat es, glaube ich, geheißen, ja. Also wenn ihr das Spiel gekannt habt, vielleicht war es ja auch euer erstes Spiel. Mein erstes rundenbasierendes RPG war, ist es auf jeden Fall nicht dieses hier gewesen. Final Fantasy 1 komplett an mir vorbeigegangen. Komplette Final Fantasy Serie am NES überhaupt nicht registriert damals. War zu sehr beschäftigt mit Mario. Und mit Turtles spielen. So, jetzt macht sie mal fertig, Jungs. Fest draufhauen. Noch fester. Noch viel fester. Opa, was ist los mit dir? Opa hat nur noch 12 Leben. Terminated! Yeah! So, jetzt stellt sich natürlich an, wie hat sich der Status geändert? Status. Ah, wie schon auf 18. So, da würde jetzt gerne da mich heilen noch. Ah, da komme ich da nicht rein. Ich muss durchs Tor gehen. Ui, hoffentlich erwischt mich da niemand jetzt. So. Schauen wir mal, ob ich mich da oben heilen kann. In diesem Herzelhaus da. Bitte einmal gesund machen. Bin ich jetzt gesund? Nö. Manche sind gesund. Nicht alle. Na, zurück. Was ist da los? Hallo, Entschuldigung, was ist da los? Wir sind nicht alle gesund. Und da waren nicht alle angeschlagen. Okay. Habe ich eigentlich Geld bekommen? Das weiß ich gar nicht. Habe ich von den Monstern jetzt Geld bekommen? Ich hoffe doch. Das sollte ich jetzt mal beobachten. Okay, ich habe 234 Gold. Wie viel habe ich nach dem nächsten Kampf? Ja, jetzt sind alle voll. Ja, jetzt sind alle wieder voll. Gut. Ah, nein, so wollte ich das eigentlich nicht. So, dann weiter geht's. Eieiei. Neuer Gegner. Ein Wolf. So, Wolfi wird angegriffen. Wir greifen jetzt alle Wolfi Nummer 2 an. Weil Wolfi Nummer 2 war ein bisschen frech. Also frecher als Wolfi Nummer 1. Und deswegen greifen wir jetzt Wolfi Nummer 2 an. Nur zur Erklärung für alle, die es nicht wissen. Da stand irgendwo zwischen den Zeilen, ja. So, Opa, alle mal drauf. Nein, wir greifen Wolfi Nummer 2 an, Leute. Ist natürlich blöd, dass er sich nicht merkt, dass ich Wolfi Nummer 2 angreifen will. Oh je. Die Wolfi sind aber mächtig stark. Ich hoffe, ich habe den bald gekillt. Wow, 18 Damage vom Opa. Bist du narrisch? Das wäre fast ein Screenshot wert gewesen. So, da. Bringt nichts. Ah, jammer. So, da. Alle Wolfi Nummer 1. Reicher Wolfi Nummer 2 ist ja tot. Ja, 5 Damage. 3 Damage. Sehr brav, weiter geht's. 2 Damage, super. Kommt schon, Leute, Wolfi muss sterben. So, heute gibt's Wolfsbraten. So, da. Naja, jetzt gehe ich mich noch einmal heilen und schau. Jetzt schaue ich, wo ich Geld dazu bekommen habe. Das interessiert mich jetzt. Ja, mich kriegt 12 Gold. Das ist aber nicht sehr viel. 12 Gold ist jetzt nicht viel. Dafür, dass ich fast hin bin.
Und 30 Gold kostet einmal schlafen, auf Dauer geht die Rechnung nicht auf. Ja klar, wäre ich stärker mit der Zeit, aber trotzdem. Ah, ja, ja, ja. Okay, ich gehe jetzt hier nochmal schlafen. Bei mir noch eine Mütze Schlaf. Und geh jetzt nochmal kurz erkunden. Ich spiele schon 25 Minuten, ein Wahnsinn. So, weiter geht's. Jetzt schauen wir, wo ist diese Prinzessin? Jetzt gehen wir mal. Ah, ja, ja, ich wollte jetzt gehe ich mal so schnell wie möglich. Kann ich den einfach weg? Jetzt laufe ich mal weg. Na, weglaufen, weglaufen, weglaufen. Komm, Leute, weglaufen, habe ich gesagt. Weglaufen! Schaut aus mit weglaufen! Jawohl! Gut, weglaufen funktioniert auch. Check! So, dann. Was gibt's hier oben? Berge. Noch mehr Wasser. Da ist eine. Da ist eine Burg. Eine Höhle oder so. Uiuiui, die ist schon stark aus. Soll ich das wagen? 13 Damage machen die. Uiuiui, 11 Damage. So, aber ich bin überzahlt. Ich glaube, ich kann das schaffen. Ich bin überzahlt. Wir sind überzahlt. Gut gedeutscht. So. Zweiter Damage. Komm, Opa. Wir zielen auf dich. Ui, ich bin im Eimer. Ich glaube, die machen mich sowas von fertig. Ich mache noch einen Angriff. Einen Angriffswelle starte ich noch. Opa, komm. Opa, haus vorbei. Nein, Opa. Was der Opa mir sowas antut, damit hätte ich nicht gedacht. Ah, damit hat keiner gerechnet. Opa haut daneben. So wird es nichts. Ich mache noch eine Angriffswelle. Der muss sterben einfach. Gibt's ja nicht. 2 Damage. Come on. Opa, jetzt aber. 7 Damage. Sehr brav. Und feste drauf. Immer feste drauf. Ah je. Yeah. Ah, Opa ist ausgewichen. Ja, dieser Opa, der ist gelenkiger, als er aussieht. So. Ja, für alle, die es nicht wissen, Opa ist der Rote unten. So. Einen geschafft. Den schaffen wir auch noch, den zweiten, oder? Gibt es vielleicht gescheit Punkte. Opa, mach ihn fertig. Wow, Opa mit 10 Damage. Sehr gut. So wird das ja vielleicht noch was. Komm schon, ich möchte es überleben. Bitte. Ich möchte noch sehen, was in dieser komischen Burg da drin ist. Da, oder in dieser Hülle da. Vielleicht ist ja dort die Prinzessin versteckt und das Spiel ist instant aus. Ich mache nur Scherz, ich weiß. Ich weiß natürlich, dass das Spiel ewig lang ist. Oh je, Nalx geht's nicht gut. Ich glaube, der braucht was zum Trinken. Grüße, falls er gerade zuschaut, Alko. Geschafft! Oh yeah! Monster! Ist tot! 20 Experience Points, 16 Gold nur. Gold kriegt man nicht viel. Level up, Alex! Halalalalala! Sehr gut. Gut gemacht, Alex. Level up R2D2. Na bitte, R2D2 wurde stärker. Und was ist mit dem Opa? Ist der Opa auch stärker geworden? Würde mich besonders freuen, weil Opa ist ja urstark. Level up Opa. Da haben wir es schon. Supi. Nur der Rob ist leider gestorben. Ein Jammer. Der Dieb. Der hält nichts aus. So, da.
dieses Essen geben dem Alex. Genau. Hätte ich mir vielleicht mehr zum Essen kaufen sollen. Naja, egal. Schauen wir mal da rein. Was gibt's hier drin? Mal Grafik hochkühlt ein bisschen. Wo geht's hier weiter? Sieht einfach nur. Random Kämpfe innerhalb der Burg. Okay, Leute, das werde ich nicht überleben. Aber ich versuch's. Ich sterbe jetzt einfach und dann war's das. Ich probier's. Wir greifen mal diesen roten Panther an. Den kennen wir schon. Der dürfte nicht so stark sein, glaube ich. Kann ich zaubern? Nein, ich kann. Ich habe keinen Zauber einfach. Ich müsste einfach mal zaubern lernen. Also ein Zauberer und unser Zauber ist irgendwie ein bisschen nutzlos. Also ich finde, man könnte schon am Anfang wenigstens einen Zauber haben. So einen, ich muss einen 0815 Zauber, der nicht besser als ist, als so eine Watsche ist oder so. Bah, gib Gas. Ja! Ich habe einen geschafft, aber ich werde es nicht überleben. Vor allem Opa hat nur noch ein Leben. Ah ja, Opa ist super. Opa wurde nicht getroffen. Aber das ist aussichtslos. Ich weiß, es ist ein aussichtsloser Kampf, aber auch die müssen geführt werden, die aussichtslosen Kämpfe. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So. Sehen wir auch gleich, was passiert, wenn man tot ist. Ist ja auch nicht so schlecht. Ja, aber ich sterbe eigentlich so ungern. Kennt ihr wahrscheinlich. Oh je. Alle Game Over. Und jetzt kann ich dann. Aha, jetzt sieht, wie oft ich neu angefangen habe. Aha, und die coolen Jungs, die spielen. Die coolen Jungs und Mädels natürlich. Entschuldigung. Die spielen das wahrscheinlich mit 0 Continuous durch. Ist doch klar. Warte, was hat er sich jetzt gespeichert? Ah ja. Er hat sich gespeichert nur seit dem letzten Schlafen. Oder? Ja. Die Waffen und so weiter hat er. Und den Status. Ja, das hat er. Ja, das wird nur das gespeichert. Ich verstehe. Bis zum letzten Speicherpunkt. Das ist nämlich das Betty. Gut zu wissen. Ja, ich lege meinen Controller jetzt schon mal zur Seite. Und sage danke fürs Zuschauen. Das war Final Fantasy. Es hat mir super gefallen. Ich verstehe, warum das der Anfang war dieser legendären Serie. Und ich muss gestehen, ich kann damit fast mehr anfangen als mit so manchen ganz neuen Final Fantasy, wo man einfach nur strikt geradeaus geht und irgendwelches, also nicht geradeaus, ich meine, wo der Verlauf einfach so linear ist. Das hat mich auf dem am Handy ein bisschen gestört. Ich weiß jetzt nicht, welcher Teil das war. Egal. Aber auf das habe ich Bock. Das könnte ich mir gut vorstellen, mal länger zu spielen. Also absolute Spielempfehlung auch heute noch. Final Fantasy am NES. Den ersten Teil kann man sich reinziehen. Macht auch heute noch Laune. Und mein Endscreen ist schon wieder weg. Wie könnte es denn anders sein? So, einmal versuche ich es noch. Ja, da ist er ja schon. Bitte sehr, geht doch. Warum nicht gleich so? Da unten abonnieren, Leute. Abonnieren, dann freue ich mich. Und dann bekommt ihr jeden Tag ein neues NES-Video in euer Postfach. Da drüben könnt ihr sehen, was ich schon alles gezockt habe. Und wenn ihr mir neue besondere Freude machen wollt, dann schreibt ihr mir einen Kommentar über Final Fantasy. Irgendwas Geistreiches. Von mir ist auch nichts Geistreiches. Ist egal. Ciao, Leute.